Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei unseren Schweden, die nach und nach hier die Küstenlinie dieses Kontinents erkunden und weitere Völker, Nachbarn treffen. Zuletzt das Vereinigte Königreich, wie es sich hier nennt. Und im Norden haben wir inzwischen herausgefunden, wo die Deutschen eigentlich herkommen. Nämlich aus einem tiefen, dunklen Wald, von dem wir dachten, dass er unbesiedelt wäre. Nun ja, aber ich hoffe, das Ganze bleibt friedlich, sodass wir uns hier weiter an der Küste ausdehnen können und vielleicht auch irgendwann als erstes dieses große Meer überqueren können und eine neue, richtige neue Welt entdecken können. Denn diese kleine Insel ist dann doch keine wirkliche neue Welt. Wir haben, glaube ich, zuletzt alles getan. Wir können die Runde beenden und schauen, was als nächstes passieren wird. Ja, wir lernen jetzt den Handel kennen. Das finde ich ganz gut. Wir lesen uns das nochmal durch. Du hast einen Markt in einer deiner Regionen gebaut. Der Markt bietet einen Slot für ausländische Importe. Wähle eine deiner Hauptstädte mit einem Markt aus. Stelle sicher, dass der Reiter Arbeiter ausgewählt ist und klicke dann rechts auf den Slot für ausländische Importe. Okay. Wenn du auf andere Nationen triffst, werden die von ihnen produzierten Güter zu den für den Import zur Verfügung stehenden Waren hinzugefügt. Wenn du dich im Krieg mit einer Nation befindest oder mit ihr befeindet bist, verlierst du den Zugang zu deren Güter. Aha, okay, das ist ja spannend. Ich würde sagen, das gucken wir uns dann direkt mal an. Hier können wir jetzt importieren. Da gibt es ja eine Menge Möglichkeiten. Die Frage ist, was kostet uns das? Kostet uns das Gold? Grundkosten 6. Was ist mit Grundkosten gemeint? 5. Lehm, Fleisch, Weizen, Wolle bringt uns Vermögen. Grundkosten 1, Reis. Das wäre nochmal eine spannende Geschichte. Also Handelsgüter für Kultur, aber was bedeutet Grundkosten? Also wenn das jetzt wirklich 8 Gold kostet, ist das zu teuer für uns. Aber das kann man sicher auch abbrechen, oder? Ich werde das einfach mal ausprobieren. Okay, also wir haben Handelsgüter. Und es kostet tatsächlich Vermögen. Das heißt, das können wir uns nicht leisten. Ja, das müssen wir verändern. Wie kann ich das abbrechen? Einfach mit Rechtsklick. Okay, das ist ja simpel. Ja, dann ist das natürlich eine spannende Abwägung. Im Moment haben wir allerdings ein Einkommen von plus 0. Und das bedeutet vielleicht jetzt doch nicht das Richtigste, das Sinnvollste für uns. Im Übrigen haben wir schon ein erstes Unruhe-Level erreicht. Es wird wirklich Zeit, dass wir hier unsere Stadtmiliz auch bauen. Wir werden hier auch erinnern, dass wir eine Behausung bauen wollen. Das würde ich dann jetzt auch tun. Ich bin mir nicht sicher, ob so ein Zwall auch davon profitiert. Wir bauen die mal hier hin, damit wir ein bisschen mehr Wohnraum haben. Damit haben wir die Bedürfnisse wieder zu 184% erfüllt und haben wieder ein schnelles Wachstum. Das ist gut. Wir haben jetzt hier eben mit diesem Markt. Der bringt uns auch Diplomatie-IP, was auch wichtig ist. Aber wir brauchen jetzt unbedingt die Stadtwache. In 2 Runden ist diese da. Bis dahin werden wir das noch aushalten hier mit dieser Unruhe. Und ich würde sagen, im Moment werden wir noch nichts importieren. Aber wir werden mal versuchen, vielleicht auch hier Verbesserungen zu forcieren, die uns ein bisschen Geld bringen. Warum haben wir nur noch plus 2? Was ist das? Wir hatten doch die plus 3. 2,8. Wird uns da irgendwas abgezogen? Und wenn ja, wieso? Hat das was mit der Unruhe zu tun? Chaos wächst. Wir kriegen tatsächlich plus 10 Punde, wie es aussieht. Das ist schön. Aber ich bin mir nicht sicher, warum wir nicht diese plus 3 jetzt haben. Oder wird die Lehmgrube hier nicht mehr bespielt? Doch, da ist eigentlich einer. Plus ein Verbesserungspunkt. Ein bisschen merkwürdig. Zumal mir das auch hier nicht wirklich gut angezeigt wird, ne? Also steht definitiv einfach plus 2,8, plus 0,09, plus 0,06. Und das ist für mich... Ah, warte mal. Aber
Am Ende resultiert daraus hier 1,87. Ach nee, das ist das, was wir haben. Okay, wir sind knapp unter 3. Das wird nicht aufgerundet und deswegen wird nur 2 angezeigt. Das ist vermutlich das Thema. Aber spannend ist, dass wir in der Hauptstadt 2,8 haben und eben nicht 3. Das heißt, da gibt es irgendeinen Abzug. 1,8 von Heimatland plus 1 von Güter. Ja, das ist das von Güter. Und der Abzug kommt vermutlich durchs. Ah, hier. Hier steht es ja auch. 90% regionale Effizienz. Und das führt dazu. Ah, ja, alles klar. 0,2 weniger, deswegen wird es nur angezeigt, aber eigentlich sind es fast 3. Dann hätten wir das auch geklärt. Da bin ich ja beruhigt. Wir könnten öffentliche Verbesserungen machen. Gibt uns für 10 Ingenieurs-EP 10 Verbesserungspunkte. Aber ich warte lieber damit ab, weil wir werden über kurz oder lang die Stadt erweitern müssen. Sparen wir die lieber noch auf. So, mit unseren besseren Einheiten sind wir, glaube ich, in der Lage, hier den Angriff zu führen. Mit den tollen Speerkämpfern, die aber auch ordentlich Schaden bekommen, aber 19 Schaden machen an der Palisade. So, die Einheiten haben echt schon eine sehr hohe Erfahrung. Damit ist die Palisade schon mal kaputt und damit in der nächsten Runde wird das dort fallen. So, und jetzt kommen wir langsam dazu, hier ein bisschen weiter zu erkunden. Wir werden aber auch die Küstenlinie weiterfahren. Hier sehen wir aber erstmal noch nichts Besonderes. Hier kommen wir nicht weiter. Insofern ist es vielleicht doch spannender, hier entlang zu reisen. Aber es sieht fast so aus, als ob es wirklich nur eine kleine Barbareninsel gewissermaßen ist. So. Hier wollen wir dieses Gebiet noch erkunden. Ansonsten gibt es hier erstmal nichts weiter zu tun. In 2 Runden haben wir dann das Zeitalter erreicht. Ja, und wir können, glaube ich, einfach schon mal das reformieren, dann kriegen wir nämlich schon mal plus 2 Kulturpunkte. Das ist ja auch wichtig. Und das geht jetzt wieder deutlich schneller. Das ist schön. Und wir werden unser Nutzschiff erstellen, ganz vergessen. Hier. Und damit dorthin segeln. Denn wir können hier bei Nahrung auf jeden Fall immer noch wieder was gebrauchen. Das ist also völlig gut. Völlig in Ordnung so. Nächste Runde. Nächster Angriff. Ah, die Palisade hat sich tatsächlich. Sie haben die ein bisschen repariert bekommen. Was ich auch durchaus realistisch finde, dass in so einer Belagerungspause daran gearbeitet wird. Aber wir haben es. Die Gebildeten. Die Verteidigungsanlagen dieser Barbaren waren, wenngleich schlicht, erstaunlich gut platziert und effektiv. Auch wenn sie diesen Kampf verloren haben, ist offensichtlich, dass sich unter ihnen ein Ingenieur mit einigem Potenzial befindet. Ich würde sagen, wir nehmen tatsächlich die Ingenieurs-EP. Wir werden ihn finden, seine Geheimnisse lernen und ihn weiter ausbilden. Das gefällt mir sehr gut. So. Und ich glaube, also wenn wir hier eine Stadt gründen, brauchen wir da, glaube ich, jetzt keine Einheit stationieren. In Malmö würde ich vielleicht einen Speerträger lassen und den Rest dann nach Örebro weiterschicken. Und man kann sich fast überlegen, ob es nicht sinnvoller ist. Ich glaube, die kann ich hier nicht einschiffen, ne? Dazu brauche ich einen Hafen, ne? Ja, insofern müssen wir leider den langen Landweg gehen. So, hier erkunden wir diese Südküste weiter und hier die Nordküste. Und da treffen wir tatsächlich dann auch schon auf die Deutschen. Und das war es dann auch schon mit der Erkundung der Küsten, weil wir da nicht durchkommen. Außer die Deutschen würden uns gewähren, dass wir da durchreisen können. Kann man sich das gegenseitig? Ja, beide Nationen. Das wäre natürlich. Ah, ist das irgendwie von Nachteil von uns? Ich glaube, die Deutschen werden jetzt kein Seefahrervolk werden. Wir wollen eigentlich nicht im Binnenland großartig. Andererseits, was nützt es uns, wenn wir hier weiterfahren können?
Ja, gut, wir können die Küsten dieses Kontinents abfahren, aber das ist für uns jetzt auch nicht so von strategischem Vorteil. Eigentlich haben wir ein viel größeres Interesse, dass wir irgendwann über das Meer segeln können. Nö, wisst ihr was? Wir machen das doch nicht und wir segeln dann auch langsam hier zurück. Hier. Ah, da komme ich aber nicht rüber. Oder? Doch, da gibt es eine Möglichkeit. Da ist vielleicht noch eine Insel. Spannend. So. Du musst dorthin und wirst dort die Güter ernten. Und damit sind wir hier wieder bei 200%. Sehr schön. Viermal Thunfisch. So, du reitest da lang. Wir können jetzt mit Gold die Kultur beschleunigen. Aber ich denke, das wollen wir nicht machen. Zumal wir auch im Moment sogar Verluste machen. Wir müssen wirklich langsam auf Einkommen achten. Aufs Einkommen achten. So, in der nächsten Runde kriegen wir Gott sei Dank unsere Stadtwache. Das wird dann wieder aufwärts gehen in der Hauptstadt. Sowas, dass wir auch diesen Malus verlieren. So, jetzt sind wir selbst in der Eisenzeit. Damit haben wir eine neue Domäne, nämlich Künste, die verfügbar ist. Und neue Regierungen werden eingeführt. Genau, darauf warten wir. Gold und Eisen sind jetzt endlich verfügbar. So, und jetzt müssen wir uns entscheiden. Nee, das sind die Nationalgeister. Na, wir warten mal ab. Das wird uns schon gesagt werden. Genau, wir ziehen erstmal dahin. Das sind die Briten dort unten. Das ist unsere Flotte, die zurückkehrt. Können wir hier hin? Nee. Ah, es sah irgendwie so aus, als wäre es nicht Tiefsee. Aber es ist doch Tiefsee. Also sind wir auch hier vom weiteren Fortkommen blockiert. Tja, so ist das nun mal. Das ist jetzt kein super attraktiver Standort mehr hier. Ich denke, hier haben wir noch einen schönen Platz, um uns ein bisschen auszudehnen. Aber das war's dann auch. Man könnte natürlich überlegen, hier noch dann doch im Binnenland noch einen Vasallen zu erstellen. Diese Wüste ist wirklich kein toller Ort. Das wäre ein toller Ort, allerdings auch wieder konfliktträchtig dann mit den Briten. Und ist auch kein Küstenort. Ja. Nun gut, spannend ist nochmal, was hier ist. So, aber wir wählen erstmal eine Technologie aus. Und was passt für uns besonders gut? Ah, was haben wir übrigens als nächstes Zeitalter hier? Zeitalter der Seuche, das wäre ein Krisenzeitalter. Krisenaufladung werden wir natürlich irgendwie nicht provozieren. Zeitalter der Monumente oder Zeitalter der Könige. Monumente ist vermutlich auch nicht so richtig unser Ding. So, was ist los mit den Künsten? Theaterbau kriegen wir Kunst-EP. Kolosseum, Unruhen, Unterdrückung, Krieg und Kultur. Außerdem können wir einen Künstler erstellen. Damit können wir Kultur fördern und in befreundeten Hauptstädten Kunstwerke erschaffen. Bildhauerwerkstatt gibt Kultur. Kalkstein oder Marmor können in Statuen umgewandelt werden. Nicht schlecht. Infrastruktur gibt ein Aquädukt, gibt ein Regionslevel und Hygiene. Hygiene ist wahrscheinlich dann auch irgendwann nötig. Ofen wandelt Mehl in Nahrung um. Ne, wandelt Mehl in zwei Brot um. Aber wir können auch nicht mal Mehl herstellen. Dafür brauchen wir vorher eine Windmühle. Gemeinschaftsunterkünfte bringen sehr viel Wohnraum, aber auch Unruhe. Erhöht die maximale Anzahl der Städte, die eine Region unterstützen kann. Auch interessant. Schriftgelehrte. Ja, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen unser Wissen stärken. Also das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Hier können wir auch Stämme in Papier umwandeln. Nicht schlecht. Papier in Manuskripte, gefällt mir auch ganz gut. Bau. Katapult. Oh, was haben wir hier? Eine Katapult-Biräme. Ist natürlich spannend für uns als Seefahrernation, aber eher so kriegsmäßig relevant. Steinmauern, Steintürme. Pferde.
bringt eine Kavallerieeinheit, bringt erhöhte Geschwindigkeit, mit der sich dein Territorium erweitert und Kriegs-EP. Und dann haben wir Verhüttung, Schmelzofen, Kupfer oder Eisen in Produktion umwandeln, Werkzeugschmied, Barren in Werkzeuge und hier haben wir einen Waffenschmied, Barren in Speere. Okay, das sind alles nette Dinge, aber ich glaube, wir gucken mal ein bisschen zurück, weil hier sind, glaube ich, noch wichtige Sachen, die wir vielleicht eher brauchen und schneller für uns machbar sind. Zum Beispiel hier sowas, ne? Eine Sägegrube. Ja, wir haben da zwei... gut, aber wir haben nicht so viel Wald, aber die Mühle zum Beispiel wäre gut, um Weizen in Mehl umzuwandeln, da oben in der Stadt. Brennofen. Ja, genau. Hier können wir Lehm in Backsteine umwandeln. Das wäre auch gut. Ich glaube, Gärungsgruben, Traubenreis in Wein, Tempel, Kultur und Wissen, Presse, Flachsoliven in Speiseöl. Das wird auch noch für uns... Also, wir werden das erstmal nachholen. Wir machen erstmal als nächstes Gemeinschaft, bevor wir dann dort weitermachen. Wir haben die Stadtwache. Aha, Armbrustschützen sind jetzt möglich. Vermutlich können wir da upgraden. Und hier können wir unsere Gebäude inzwischen auch upgraden. Das wird jetzt spannend. Ihr seht, hier ist einiges Neues möglich. Also, wir können mehr Einfluss generieren, indem wir das zum Monument aufwerten. Platz ist neu. Gibt es Kunst-EP. Wache. Unruhenunterdrückung, aber da haben wir jetzt die Stadtwache, das müsste eigentlich erstmal genügen. Minus 5, ja. Das ist okay. Der Kornspeicher gibt aber eine Menge Nahrung. Aber Nahrung ist hier kein Thema. Das Lager, ein Slot für heimische Exporte. Okay, das heißt, wir können von woanders importieren. Mhm, das ist auch spannend. Tja, das andere brauchen wir jetzt nicht so richtig, würde ich sagen. Also, was ist uns hier am wichtigsten? Ich meinte, ein bisschen in die Kunst schon zu gehen. Aber das Lager finde ich auch ganz gut. Jetzt bauen wir mal das Lager. Das sind 12 Runden. Ja, wir machen das mal. Andererseits, Einfluss gefällt mir auch. Sind nur 9 Runden. Ja, machen wir das. Machen wir die Aufwertung. Können wir ganz gut gebrauchen. Zum Beispiel, wenn wir diesen Wald noch relativ schnell bald mal bekommen, wäre das eine feine Sache. Ja, das ist sogar bald soweit. Aber schon ganz gut, in die Umgebung ein bisschen zu expandieren. Gefällt mir. So. Aber die Frage ist jetzt, wie kommen wir an eine neue Regierung? Hier, blutige Revolution will ich nicht. Wähle eine neue mithilfe der friedlichen Revolution. Das ist eine Kulturkraft. Oder der gewaltsamen Revolution. Aha, das ist hier jetzt möglich. Und das könnten wir beschleunigen mit Geld. Hat das einen Nachteil, wenn wir das jetzt im Moment nicht machen? Außer, dass wir natürlich von den Boni noch nicht profitieren, aber wir verlieren Geld. Aber wahrscheinlich sind die Boni so stark, dass wir vielleicht beschleunigen sollten. Insofern mache ich das jetzt. Wir hauen das Geld raus und wir machen die friedliche Revolution. Unsere Regierung ist veraltet und ihre Führer zeigen Interesse an Reformen. Vielleicht ist es Zeit für einen Wechsel. Ja, die Regierung ist bereit für eine friedliche Revolution. So, wir können eine Kaiserdynastie werden oder ein Königreich. Irgendwie klingt Kaiserdynastie nicht nach dem, was wir bisher betrieben haben. Gibt es hier unterschiedliche Boni? Wir gucken mal kurz. Stärkung des Heimatlands. 3 Wissen, 2 Verbesserungspunkte, 2 Regierungs-EP. Das ist das Identische. Kultur, Vermögen, Produktion. 2, 3, 5. Ich vergleiche mal. 2, 3, 4. Okay, bei Kaiserdynastie hat man ein bisschen mehr Produktion in der Hauptstadt.
5, 4, 2. 3, 1, 1. Okay, da ändert es dann komplett. Einfluss deutlich mehr. Nahrung deutlich mehr. Aber hier hat man plus 1 für alle regionalen Bedürfnisse. Das hat man hier nicht. Ja, hier hat man Nahrung, Wohnraum, Hygiene 4, 2, 2. Okay. Und da nur plus 1. Wartet mal, aber das ist ja merkwürdig. Das ist ja erstmal von den Werten her deutlich besser. Aber wahrscheinlich hängt das mit dem Skillbaum zusammen, der dahinter steht. Genau. Hier unterscheidet sich das. Okay, aber behalten wir mal fest, die Basiswerte sind natürlich im Kaiserreich für die Hauptstadt zumindest bedeutend besser. Wie können wir hier profitieren, wenn wir ein Königreich nehmen? Sitz der Macht. Okay, das sind diese Basisgeschichten. Also Domänenkraft-Siedler erstellen kostet weniger Regierungs-EP. Mhm, gut. Domänenkraft-Gesandten erstellen kostet weniger Diplomatie. Auch interessant. Und sterbliche Einberufen erstellt mehrere Speereinheiten bei einem Vasallen. Aha. Abgaben eintreiben generiert Vermögen durch einen Vasallen basierend auf seiner Bevölkerung und seinem Wohlstand. Reduziert aber den Wohlstand des Vasallens. Forschung in Auftrag geben erzeugt Wissen durch einen Vasallen basierend auf seiner Bevölkerung Wohlstand, reduziert den Wohlstand. Satrap berufen, plus 5% Vasallen, Wohlstand pro Runde und dann die Reform. Okay, hier geht man stärker auf Vasallen. Und hier Nahrung, Regionslevel, Wohnraum, Hygiene. Ja, da geht es direkt um, da geht es stärker um die direkte Kontrolle. Ich werde aber ein Königreich machen, gefällt mir irgendwie besser. Hier. Das werden wir tun, das werden wir auswählen und die neue Führung hier starten. So, und das sollte uns tatsächlich jetzt schon jetzt eine Menge mehr Boni geben in allen Bereichen. Bedürfnisse erstmal hier zu 199%, das ist gut. Hier, das wollten wir aufsparen für die Stadterweiterung, wenn wir hier 10 erreicht haben. Nutzschiff kann schon wieder erstellt werden. Das ist im Moment noch nicht richtig nötig, weil wir hier schon bei 200% sind. Machen wir mal nicht. Na gut. Okay, alles klar. Dann beenden wir die Runde. Und gucken wir mal, wie wir uns so als Königreich machen. So, da marschieren wir erstmal zurück. Hier werden wir mal die Grenzen der Briten erkunden. Okay, da ist sogar ein Barbarenstamm noch. Auch hier kehren wir zurück in unsere Gefilde. Und hier bleibt uns auch nichts anderes übrig, als das so zu tun. Warte mal, irgendwas hatten die gesehen. Ah, das war hier ein Fischerboot. Tja, und hier lohnt es sich kaum, großartig weiter zu erkunden. Das heißt, ich würde sagen, auch hier werden wir mit den Kundschaftern jetzt erstmal in den Süden als nächstes reiten. Hier ist alles entdeckt. Der Rat ist abgeschlossen. Der gibt uns da nochmal ein Wissen. Mhm. Gut. Sitz der Macht könnten wir aufwerten. Kann man das in jeder Stadt? Stadtregierung, ja, tatsächlich. Oder ist das nur einmal möglich? Ein majestätisches Gebäude, in dem Königinnen und Könige das Volk daran erinnern, wer das Sagen hat. Das müsste ja auch hier möglich sein, oder? Ja, ist es auch. Gibt uns mehr Regierungs-EP. Das ist was, was wir auf jeden Fall brauchen. Ich schaue trotzdem mal hier, was wir hier noch haben wollen. Denn ich sagte ja, dass wir eigentlich langsam hier sicherheitshalber mal einen Palisadenzaun brauchen. Und ein Feldlager wäre auch ganz gut hier. Ich denke, wir machen das als nächstes. Palisadenzaun dort. Gut, hier sind wir bei 8. Was machen wir mit unseren Punkten? Das ist jetzt immer spannend. Gehen wir mal rein. Wenn wir hier jemanden zur Behausung schicken, gibt das Geld. Hm. Die beiden brauchen wir eigentlich nicht so richtig hier. Wobei ich sehe gerade, Nahrung ist jetzt plötzlich doch schon wieder ein Thema. So, dann würde ich sagen, werden wir das Nutzschiff erstellen.
wir haben ja noch Orte, wo wir es hinschicken können. Zum Beispiel da oben. Falls das nicht so schnell expandiert, tut es nicht. Könnt es aber auch hier unten hinschicken. Genauso gut. So, also wir könnten. Haben wir jetzt ein paar neue Möglichkeiten bekommen? Wir brauchen Geld, ne? Ich würde sagen, wir sollten mal die Oliven hier uns gönnen. Die Plantage wäre eine Möglichkeit. Und die sind hier auch nicht wirklich optimal genutzt. Aber in der Richtung forschen wir ja auch gerade. Auch hier mit der Baumwolle können wir Vermögen erwirtschaften. Hier hinten Flachs. Auch Option. Haben wir in der nächsten Runde. So, die Deutschen scheinen dort anzugreifen. Okay. Da kommen wir im Moment noch nicht hin mit dem Nutzschiff. Wir wollen hier die Bewegung fortsetzen. Und hier weiter erkunden. Okay, da haben die Briten weitere Städte. York sehen wir. Ihr kehrt weiter zurück. Du auch. Und wir haben die nächste Forschung. Gemeinschaft. Ja, also jetzt können wir hier mit Geld Produktion beschleunigen. Wir können eine Mühle bauen. Das ist genau, das sind Sachen, die wir jetzt mit den Verbesserungspunkten machen sollten. Brennofen ist auch interessant. Sägegrube. Mhm. Spannend. Ich meine, wir haben zwei Wälder, kriegen dort vielleicht noch einen. Kran ist wahrscheinlich ein Stadtgebäude. So, wir setzen hier nochmal mit Glauben fort. Auch noch zwei Runden. Den Rest. Oh, jetzt bin ich einfach weitergegangen, ohne zu checken. Ah, jetzt haben wir so ein Invasionsereignis. Sehr schön. Das Königreich von Schweden blüht durch die fortlaufenden Zahlungen der örtlichen Städte auf. Wir können das entweder annehmen. Das bringt uns Bauernstädte plus 4 Vermögen. Wir haben unsere Städte noch gar nicht richtig spezialisiert, ne? Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt... das kann ich leider nicht checken, ob das jetzt hier optimal ist. Also Bauernstädte haben wir eigentlich nicht, ne? Das könnte vielleicht eine Bauernstadt werden. Ich glaube, ich nehme einfach die 450 direkt. Das wird doch hier... Also Sundsvall wird doch keine Bauernstadt, ne? Ah, das hätte ich vorher mal prüfen müssen. Die Spezialisierung. Das wird wahrscheinlich sich besonders lohnen, wenn man jetzt mehrere davon hat und dann ordentlich Vermögen erwirtschaftet. Ich nehme das Geld. Lieber direkt das Geld nehmen. Okay, aha. Jetzt haben wir nur noch plus 6 Wachstum hier. Upplands Väsby hat jetzt zumindest auch kein Unruhelevel. Das freut mich. Aber diese plus 4 pro Runde werden wir offenbar so nicht einfach wieder los. Schade drum. So, wir haben jetzt hier 16 Punkte. Genau, die wollte ich nämlich eigentlich einsetzen. Und kochen. Ah, okay, das ist die Mühle. Ne, wir werden jetzt hier die Plantage machen. Sehr schön. Was natürlich bedeutend besser ist, als einfach hier Grasland zu bewirtschaften. Denn wir bekommen Nahrung und die Oliven. Und die Oliven geben uns immerhin 2 Vermögen. Und wir haben gesehen, dass es jetzt auch schon wieder Gebäude gibt, um die Oliven zu verarbeiten. Kommt man kaum hinterher. So, hier können wir jetzt die nächsten Fische in die Hauptstadt bringen, was uns wieder 200% Nahrung gibt und damit krasses Wachstum. Damit haben wir hier gleich 9. Also die Stadt explodiert jetzt richtig. Ich habe das Gefühl, es ist schön zu sehen. Hier sind so viele Truppen. Und hier ist wieder Wüste. So, zurück in heimische Gefilde. Hier ebenso. Der Kundschafter bewegt sich weiter nach Süden. Und ich will jetzt nicht die Runde beenden, weil... Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Wir müssten doch eigentlich jetzt... Ja, schaut mal, wir können jetzt auch die Bogenschützen upgraden. 9 Kriegs-EP aufwerten zur Armbrust. Damit sollte das jetzt eine richtig starke Einheit sein. Das machen wir hier auch.
sodass wir Trelleborg im Süden im Zweifel auch gut verteidigen können sollten. Okay, in einer Runde haben wir den Glauben, aber beim Königreich können wir schon was tun. Was ist jetzt wichtiger? Ich denke, Domänenkraft Siedler erstellen kostet weniger. Wir wollen auf jeden Fall einen erstellen, um hier oben noch hinzugehen. Und ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass wir, ja, dass wir irgendwie hier übers Meer segeln können und dann die neue Welt erkunden können. Allerdings wäre es natürlich auch denkbar, auf diesen Inseln so eine kleine Städte zu etablieren. Als Vasallenstädte. Warum eigentlich nicht? Mich würde interessieren, nach welchen Faktoren jetzt diese Städte an Reichtum, an Wohlstand irgendwie gewinnen. Wir sehen hier Wohlstand 100% von 300%. Ja. Das scheint alles sehr, sehr langsam zu gehen. Oh, was haben wir denn hier? Gold tatsächlich? Krass. Okay. Das ist überhaupt nochmal eine Sache. Schaut mal, wir haben hier Eisen gefunden. Die neuen Ressourcen habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Wann wachsen wir in die Richtung? Ja, das wahrscheinlich dauert gar nicht so lange. Hier sind keine Ressourcen dazugekommen. Jetzt wird es natürlich wieder schon interessant, über diesen Pionier nachzudenken. Schaut mal, das ist ein schöner Standort für so einen Außenposten. Da hätten wir drei Ressourcen. Die Frage ist, ob die Deutschen da mitmachen. Ne? Aber es wäre eigentlich ein cooler Ort. Wisst ihr was? Wir versuchen es einfach mal. Wir schicken unseren Pionier dorthin. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Und ob das diplomatisch zu Problemen führt und so weiter. Das ist doch ganz interessant. So, die Stadtwache soll natürlich hier bleiben, ganz klar. Und mehr gibt es. Achso, ja, hier, das war noch die Entscheidung. Ja, ich würde sagen, wir machen das auf jeden Fall. Provinzsiedler wollen wir haben. Bei den Gesandten bin ich mir nachher noch nicht so sicher. Wobei, gerade für uns wahrscheinlich nicht ganz unwichtig, dass wir hier gute Beziehungen haben. Und wir sehen, die Briten haben tatsächlich hier Bristol schon gegründet. Wir wollen ja eigentlich weiter in Frieden leben. Mhm. Beenden wir nochmal die Runde. Da kommt ein deutscher Händler. Das ist eine Sache, die wir vielleicht dann auch nochmal in den Blick nehmen sollten. Mit der Diplomatie, diese Händlererstellung. Ich denke, das werden wir als nächstes mal unternehmen. Der Wüste. So, ich würde sagen, ach, wisst ihr was, du bleibst einfach mal dort und beschützt diesen Ort. Da hätten wir gar nicht so weit fahren müssen. Das ist der Pionier, der da lang marschiert. Und wir haben jetzt Glaube. Das ermöglicht uns, einen Tempel zu bauen, der Kultur und Wissen gibt. Eine Gärungsgrube, Trauben oder Reis in Wein umwandeln, haben wir beides nicht. Sowas könnte man zum Beispiel einhandeln und dann das bauen. Ne? Dann könnte man damit weiterarbeiten. Eine Presse, das ist aber interessant für uns, wandelt Flachs oder Oliven in zwei Speiseöl um. Nahrung und Vermögen. Wobei hier steht zwei Flachs oder Oliven. Heißt das dann eine Olive? Also das ist spannend für uns. Und eine Weberei. Wolle, Baumwolle oder Flachs. Aber zwei davon in zwei Stoff. Naja, gut. Damit gehen wir mal zurück zur Eisenzeit. Und die große Frage, was nützte uns hier am meisten? Warum habe ich das jetzt gewählt? Mehl ist interessant. Das ist nicht so interessant.
Ich finde ja, wir sollten im Bereich Wissen ein bisschen mehr machen, aber Bau war auch spannend. Nee, das war diese Verteidigungsgeschichten. Das finde ich interessant wegen der erhöhten Geschwindigkeit, mit der sich das Territorium erweitert. Scheint mir kein unwichtiger Faktor zu sein. Wir machen trotzdem mal Schriftgelehrten. Wir müssen ein bisschen besser in der Forschung werden. Wir haben hier die Palisadenzäune. Sehr erfreulich. Und weil das ja die Militärstadt werden soll, werden wir jetzt endlich auch mal hier ein Feldlager bauen. So, gut. Also das erleichtert die Verteidigung hier. Wir werden auch die Truppen ja dorthin bringen, sodass wir hier eine einigermaßen schlagkräftige Armee haben. Erkundung. Müssen wir mal gucken. Nutzschiff erstellen. Lohnt sich das noch? Im Moment. Wir sind bei der Nahrung bei 200%. Lohnt sich hier eigentlich nicht. Im Moment zumindest. Brauchen wir nichts tun. Hier sind wir aber schon bei 9. Das heißt, wir werden jetzt das einfach schon mal machen. Wir werden die Stadt hier erweitern. Wenn du das Level einer Stadt aufwertest, vervielfachst du die Produktion der Stadt und erhöhst das Regionslevel der Region. Ja, wir müssen Sundsvall erweitern. Ja, aber ich glaube, wir müssen das Regionslevel erweitern, um über 10 zu wachsen. Insofern machen wir das jetzt. Und dann sollten wir uns vielleicht wirklich mal über die Spezialisierung Gedanken machen. Wir bekommen hier 6 Vermögen. So, was können wir machen? Bauernstadt. Bauern steht der Wirtschaft Nahrung pro anliegender Bauernhofverbesserung. Haben wir nicht. Holzfällerstadt. Holzfäller steht der Wirtschaft Produktion pro angrenzender Forstwirtschaftsverbesserung. Da haben wir tatsächlich immerhin 2. Bergbaustadt. Bergbau steht der Wirtschaft und Produktion pro angrenzender Bergbauverbesserung. Haben wir keine. Küstenstadt. Küstenstädte erwirtschaften Vermögen pro angrenzender Schifffahrtsverbesserung. Was ist denn eine Schifffahrtsverbesserung? Aha. Oh, krass. Das ist ja natürlich auch cool. War mir gar nicht so bewusst. Dann wäre es eigentlich hier sinnvoller gewesen, zum Beispiel, wenn wir die Stadt mal später integrieren, die ein bisschen weiter im Binnenland zu machen und dann die Stadt lieber an die Küste zu bauen. Ich würde aber sagen, dann wird das jetzt hier eine Holzfällerstadt. Mal gucken, wie sich das auf die Produktion auswirkt. Würde mich mal interessieren. Wir haben jetzt hier 11. Verlieren wir dann von den anderen Boni was? Mal schauen. Holzfällerstadt. Plus 6 Vermögen. Nee, tatsächlich, das ist geblieben. Oh, ist ja cool. Okay. Und wir haben tatsächlich plus 15. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja richtig gut. Verdammt, das hätte ich hier möglicherweise auch schon lange mal machen sollen. Nee, das geht hier nicht. Ah, okay, weil wir hier noch nicht das Stadtlevel erhöht haben, was wir eben nur mit den Ingenieurpunkten machen können. Hier hätten wir eine Bauernhofsverbesserung. Könnte hier mit der Plantage auch als Bauernhofsverbesserung vermutlich gelten. Ah, okay. Spannend. Spannend, spannend. Wieder ein paar interessante Aspekte hier verstanden. Sehr gut. Dann haben wir hier eine schöne Produktion erreicht, würde ich sagen, in unserer Hauptstadt. Und können dann erst einmal beruhigt hier das Königsszepter aus der Hand legen. Eine kleine Pause machen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwald.